Sodala, okay. Hallihallo. Hallo. Danke zu Altfür fürs Followen, danke The Cluedo fürs Raiden und vielen Dank an Tim Tendo fürs Abonnieren, während wir weg waren. Okay, wir spielen jetzt ein bisschen Viva Pinata zu zweit. Merlin, sag noch mal kurz was. Hallihallo, hört man mich? Ich glaube, das passt von der Lautstärke her. Ich glaube, man hört mich nicht zu laut, weil ich muss leider nebenbei eine Kaki essen, weil ich so Hunger habe einfach. Ich hoffe, ich schmatze nicht allzu sehr. Ich werde mich versuchen wegzudrehen vom Mikrofon. Katze von Xbox S erschlagen. Die Xbox S ist gar nicht so groß, das ist nicht so schlimm. Das wird, glaube ich, gut gehen. Aber die hat auch zum Glück nur, also wenn überhaupt, dann wäre nur die Capture Card kaputt gegangen. Was natürlich auch ziemlich blöd wäre, aber billiger zu ersetzen. Okay, die Merlin kennt Viva Pinata gar nicht. Und also, ich habe seit 1000 Jahren nicht mehr gespielt. Deswegen werden wir jetzt da ein bisschen blind reinstolpern. Nimm du vielleicht mal den ersten Controller und übernimm du quasi die Kontrolle und ich bin dein Steuermann oder wie auch immer. Co-Pilot, das wollte ich sagen. Ich glaube, du musst auf Garten spielen gehen. Okay. Muss ich auf A? Ich schätze. Ich bin leider noch zu sehr drin in der Steuerung von der Switch. Ja, ja, da sind die Knöpfe genau vertauscht. Ja, genau. Okay, neuer Garten. Okay. Was ist das da? Auswählen? Man kann später mehrere verschiedene Gärten gründen. Okay. Garten von Sepuloni. Ja, ist wurscht. Kannst du auch umbenennen, wenn du willst. Fertig. Wenn ihr Viva Pinata nicht kennt, das war ein Klassiker für die Xbox 360, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube schon 360 war es. Und eines der ersten Rare-Spiele unter Microsoft. Das hier ist im Grunde schon der zweite Teil der Reihe. Oh mein Gott, du hast absolut recht. Ich habe ja noch das Pausenbild an. Haha, lol. Aber Sound müsstet ihr hoffentlich haben, sonst haben die Katzen das zerstört. Ja genau, Podcast. Wir beschreiben, was wir spielen. You incompetent code monkey! I have pinata to capture! Need all files? Press any key to confirm. Yeah, what just happened? You did what? No! Pinata Central is out of action until the records are restored. And in the meantime, I'll make sure those papery pinheads never reach the Carinata. Victory is mine! Dramatische Story. Voller Intrigen und... Ich bin Liefos und ich werde dir helfen. Liefos. Okay, Tutorial. Vielleicht gut, dass du das machst. Ich schau mal, ob ich schon einsteigen kann. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Ich glaube, ich kann einfach Start drücken dann. Aber gut. Halte nach folgendem Ausschau, Kringelkreisdingens. Es kann überall auftauchen, wird aber immer versuchen, dir zu sagen, wohin du gehst. Und das erklärt sich von selbst, glaube ich. Okay, na gut. Hoffe ich. Okay. Aha, guck, und da bin schon ich. Ich bin der grüne Kringel. Bist du bereit, dir die Finger schmutzig zu machen? Schön, dass du da bist. Wenn du im Garten helfen willst, bekommst du... Warte mal, bin ich das? Weiß ich jetzt nicht. Oder wir beide. Pinata Regenbogenmagie kriegen wir dann auf jeden Fall, die du nach und nach während des Spiels erhältst. Und wenn du dich sehr anstrengst, kannst du sogar Sonderbelohnungen für gute Taten erhalten. Gelingt es dir, deine Regenbogenmagie-Anzeige ganz zu füllen, springt noch etwas ganz Besonderes für dich raus. Du bekommst entweder ein Objekt umsonst getinkert, ein krankes Pinata wird geheilt oder die Süßigkeitenanzeige eines Pinatas wird komplett gefüllt. Oh, und dir stehen überdies die besten Werkzeuge zur Verfügung. Wenn du fertig bist, beendest du eine Runde, indem du erneut Start druckst. Ein krankes Pinata wird geheilt. Die können krank werden, Gott. Ja. Oh mein Gott.
Kannst du das wegklicken? Das war Xbox-exklusiv, ja genau. Baby, kannst du das wegklicken oder muss ich das wegklicken? Ich kann das anscheinend auch. Oh, ein Bispotti. Unser erstes Pinata. Dieses hübsche kleine Pinata hat die Blumen in deinem Garten gerochen und ist näher gekommen, um sie sich genauer anzusehen. Cool. Und so funktioniert das Spiel. Wir verändern im Grunde nur durch Landschaftsarbeit den Garten und locken dadurch neue Pinatas an. Und okay, jetzt das momentan ist die Grenze von dem Garten anscheinend. Genau. Jetzt momentan ist das Pinata noch. Kann ich eigentlich jederzeit auch gehen? Oh, das ist gut. Ich kann jederzeit kommen und gehen. Jetzt momentan ist. Ja, da, stimmt, wir haben anscheinend schon eine Ameise. Okay, hier ist so ein Steingarten. Kann ich rauszoomen? Irgendwie bestimmt. Versuch mal die Schultertasten. Ich bin jetzt, bin jetzt extra mal rausgegangen, weil dann kannst du dich mal ein bisschen besser umsehen und orientieren. Okay. Ah, hier kann man alle seine Pinata durchschalten. Okay. Durchschitten. Hä? Okay. Na gut. Warum ist der eingesperrt? Das weiß ich nicht, aber das können wir im Grunde theoretisch ändern. Ah, schau, du kannst hier das Tor öffnen. Das X? Nee. Ach so, ja gut, so kannst du Werkzeuge dir nehmen. Aber auf A kannst du die Tür öffnen. Okay. Tada! Schon könnte er theoretisch raus. Find's auch schön, dass die ein Label haben, wenn man nah rangeht. Was ist mit dem jetzt so? Ich glaube, du hast ihn nur markiert. Ich glaube, du kannst den jetzt irgendwo hinschicken. Okay. Dahin, bitte. Oh, da ist der andere. Ah ja, genau. Der ist jetzt neugierig auf unseren Garten, aber gehört noch nicht zu uns. Deswegen ist er noch schwarz-weiß. Aber jetzt geht er zu der Blume. Und wenn er die Blume cool findet, dann bleibt er nämlich hier. Noch der Cluedo, danke fürs Subscriben. Oh, ein Würmle. Ein Würm. 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 Gut gemacht. Du hast einen Wurm angelockt. Gut gemacht. Der Wurm ist aufgetaucht, weil du gute Erde hervorgebuddelt hast. Gute Erde. Gute Erde. Wir haben überhaupt noch nichts gemacht bis jetzt, aber gut gemacht. Das Jahr ist voll 12 Monate Abo. Voll coolio. Dankeschön, The Cluedo. Okay. Du. So. Ach so. Oh. Wow. Wow. Was geht denn hier ab? Kommt gleich das nächste. Ein Syrupent. Es sind immer so Wortspiele mit irgendwelchen Süßigkeiten und Tieren, falls man es noch nicht gemerkt hat, wie der Syrup und Serpent. Eine Syrupent ist gekommen, weil du Gras hast wachsen lassen. Okay. sind wir irgendwie... Naja. Das erste Syrupent. Also oben diese Kringelkreise sagen dir im Grunde, was du jetzt tun sollst. Also das möchte von dir, dass du jetzt X drückst, das Spiel. Okay. Na gut. Und dann sollst du unten in die Stadt gehen. In die Stadt gehen? Ins Dorf, ja. Na gut. Ja. Zum Langston. Langston. Aufwärmen. Aufwärmen. Na dann. Deine aktuelle Herausforderung wird unten angezeigt. Ich schätze mal, dass die Mission, die wir jetzt haben, heißt Aufwärmen. Ach so. Gewünscht ein Bispotti. Die Süßigkeitenanzeige des Pinatas muss ganz gefüllt sein. Wir müssen quasi ein Bispotti anlocken und das muss voll perfekt glücklich sein. Okay. Dann ist die Süßigkeitenanzeige voll. Okay, na gut. Jetzt soll ich diese weiße, ich weiß nicht, welche Taste das auf meiner... Ach so, ja, das ist die hier. Ach, okay. Aha. Na gut. Ach was, jetzt zieht zufällig eins bei uns ein, oder wie? Nee. Vielleicht müssen wir irgendwie mehr Blumen pflanzen. Ich weiß aber auch nicht, wie. Ich steige jetzt mal ein. Spaten! Oh, jetzt könnte ich hier rumgraben. Aber wir haben keine Samen, die wir einpflanzen können. Kann ich noch so viele Löcher stochern? Dann lasse ich das mal. Graspaket. Ach so, da kann ich Gras pflanzen. Aber das ist jetzt irgendwie deine Anzeige, oder? Ja, ja, du hast eine eigene Anzeige. Hä?
Gießkanne, Spaten, hier kannst du deine Werkzeuge. Ich bin im Grunde nur so ein Helfer-Cursor. Ich kann nur so rudimentäre Sachen machen. Ach, jetzt mache ich Gras hier. Genau, okay. Jetzt machst du mehr Grasfläche. Na gut, dann machen wir hier mal mehr Gras. Mehr Gras. Aber eigentlich brauchen wir Blumen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wo wir Blumen herkriegen. Vielleicht sollten wir nochmal in die Stadt gehen. Vielleicht gibt es da einen Shop oder so. Oberfläche entfernen, Cursor verkleinern, schütten. Okay, wie gehe ich? Upsala, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Auf B kannst du das wieder weglegen. Und auf X kannst du nochmal schauen. Da? Nee. Oh, da, vielleicht. Tagebuch? Ich weiß es auch nicht. Das kann man im Dorf noch was anderes machen? Nee, momentan nicht. Dann klick vielleicht mal so einen Marienkäfer an. Das könnte funktionieren. So einen Marienkäfer anklicken. Okay, na gut. Y. Da haben wir es. 3 Mohnblumen im Garten will der und wir haben nur 2. Mhm. Dann müssen wir jetzt wieder in den Garten. Und jetzt? Und jetzt sollen wir ins Menü gehen. Ich Ach, verstehe. Vielleicht habe ich das jetzt bekommen. Ja, ja, genau. Ach, du sollst jetzt die Schaufel nehmen. Ah, jetzt muss ich hier irgendwo ein Loch. Ah, ich kann mich erinnern. Du musst die ausbuddeln, dann kriegst du mehr Samen. Genau. Okay. Mach ich sie kaputt? Du musst dagegen hauen, ja. Um antippen, okay. Und jetzt fallen Blüten ab und Samen raus. Und die Samen können wir jetzt einpflanzen. Weglegen und? Wenn ich jetzt hier ein Loch grabe. Achso. Na gut, okay. Ja, lass mich doch das Tutorial beenden, mein Gott. Wer, so. Ich oder das Spiel? Ich mach gar nichts. Hallo? Tada! Wahrscheinlich müssen wir es jetzt gießen. Und gießen. Hi, Abraxel, wie geht's? Und hallo, Mr. Hawkeye. Hallöchen zusammen. Ich finde es gerade lustig, dass wir auf der Xbox Series hier sitzen und ein uraltes Xbox 360-Spiel spielen. Aber so ist das. Ich glaube, jetzt müssen wir warten. Aber die kann man noch weiter gießen. Ich glaube, die Anzeige darf voll sein. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Stimmt, Katze. Da hast du recht. Miau, indeed. Ist sie jetzt zu wässrig? Ja, ich glaube, jetzt ist sie zu wässrig. Blau darf sie nicht werden. Sonst ist alles aus. Na toll. Na toll. Schon verkackt. Sonst ist alles vorbei. Das ist Viva Pinata. Viva Pinata, damals für die Xbox 360 erschienen. Hey, es ist bei uns eingezogen. Yes. Genau, wir sitzen das aber hier an der Xbox Series. Furchtbar. Und haben vorher schon ein bisschen die Menüs erkundet und so weiter. Und jetzt spielen wir im Koop ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch, ein Bisbotti. Gefielen deine Blumen? Was waren das für Blumen gleich nochmal? Und er hat sich entschlossen, in deinen Garten zu bleiben. Mohnblumen, vielleicht. Damit hast du dir die Auszeichnung für einen Bisbotti-Bewohner verdient. Gut gemacht. Okay. Okay. Du musst die Süßigkeitenanzeige eines deiner Pinatas füllen. Das geht durch Füttern, aber billiger ist es, ihnen Namen zu geben. Bewege den Cursor über ein Pinata und halte nach der Spielanleitung Ausschau. Genau, mach einfach du mal das Tutorial und dann ich lege meinen Controller mal weg so lang. Abraxe, danke schön für die Bits. Hurra, das Glas wird wieder aufgefüllt mit Törtchen. Nice. Ziehen die eigentlich auch wieder aus? Mossdrop. Du hast eine Mossdrop angelockt. Wenn die Sonne untergeht, schaut sich die Mossdrop nach einem geeigneten Garten um. Schön. Oh. Benennen? Was, ihr fliegt dauernd aus dem Stream raus. Hä? Wie meint ihr das?
Streamt's nicht durchgehend oder was genau passiert denn, dass ihr rausfliegt? Das ist nämlich komisch. Weil das ist ein ganz neues Problem, davon habe ich noch nie gehört. Wo fliegt ihr denn hin? Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen. Fehler beim Download und wups. Okay, ja, das ist wirklich seltsam. Ich habe nämlich wirklich neues Internet, aber die letzten beiden Streams haben dank diesem Internet perfekt funktioniert. Ich habe eigentlich auch eine perfekte Bitrate. Da fehlt eigentlich gar nichts. Ich hänge auch am Kabel direkt am Router. Hä? Verstehe überhaupt nicht, was los ist. Bei mir funktioniert irgendwie, mir zeigt alles wunderbar an. Mr. Hawkeye fliegt nicht raus. Aha. Bei Clodus ist zwischendurch ab und zu am Buffern. Hi, das hat Railgun. Hat vielleicht Twitch-Probleme? Sind es vielleicht wieder Twitch-Probleme? Bei mir sieht wirklich alles gut aus. Ein Pretztail. Haltet mich mal bitte auf dem Laufenden. Ein Pretztail ist aufgetaucht. Sie erkunden Gärten gern im Dunkeln. Aber ich kann gerade keinen Fehler finden. Ich mache mal zusätzlich zur LAN-Verbindung nochmals WLAN an, ne, vielleicht. Aber wie gesagt, eigentlich bei mir habe ich keine Drops bei den Framerates, bei den Bitrates oder so. Kein einziger gedroppter Frame. Also mir kann es fast nicht liegen, ehrlich gesagt. Was ist mit dir los? Was ist denn? Weiß nicht. Ach guck, das Symbol da bedeutet, dass der jetzt super duper happy ist. Und jetzt? Jetzt musst du den, glaube ich, einpacken. Irgendwie. Ah ja, genau, gucken, genau, zu der Kiste schicken. So können wir ihn versenden. Abraxel, nochmals danke. Juhu. Ach, verschicken wir den weg, wenn der glücklich ist? Muss man nicht, kann man. Aber das ist okay, die mögen das. Der wird einfach eine Kiste eingepackt und weggeschossen. Ja, okay. Du hast die erste Herausforderung beendet, indem du erfolgreich einen Bispotti angelockt, mit Süßigkeiten vollgestopft und zu einer Party geschickt hast. Das war nicht so schwer, oder? Lass uns jetzt etwas Schwierigeres versuchen. Bei Lord Killamite läuft's perfekt, aha. Dann ist wahrscheinlich wirklich irgendwas mit Twitch wieder los oder mit Twitch-Apps oder so. Oh, wann ist denn der Fuchs gekommen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, vorhin gerade. Der Fuchs isst andere Pinatas. Aber so ist das Leben eben. Ich verstehe nix. Kann heute auch mal mitzuschauen wegen Qualitätseinstellungen. Ja, habe ich gesehen, dass wir die heute haben, Mensch. Was für ein Glück. Es wird ein sandiges Pinata verlangt. Abraxe, dankeschön fürs Abonnieren. Juhu! Und schon wird das Glas wieder leer gesprengt, das du gerade so sorgfältig gefüllt hast. Okay. Ein Sweetle. Ah, wir können jetzt in die Wüste gehen. Über diesen Wegweiser. Das sieht lustig aus. Oh, da ist was runtergefallen. Das ist vorher passiert, als du mit der Schaufel dagegen geklopft. Das ist normal, aber manche Pinata essen die gerne. Du kannst Pinatas auch sagen, dass die was essen sollen und manche finden dann Sachen ganz besonders lecker. Werden glücklich. Dem Schild folgen. Ja, das Schild läuft jetzt los und führt uns zur Wüste. Genau. Und da kommt auch schon der Sweetle, den wir brauchen. Sweetle Juice, Sweetle Juice, Sweetle Juice. Das sieht grantig aus. Ich würde es so cool finden, wenn Tiere wirklich so aussehen. Also gerade in unsere Katze ist nur sieht in fast so aus, dieselbe, zu finden. Wie der Sweetle. Oh, ein Gecki. Eklig. Hier ist ein Pinata, das das Gefühl von Sand zwischen den Zehen liebt. Geckis findet man nur in Wüstenregionen. Hat sie gerade gesagt, zwischen den Zähnen? Zwischen den Zähnen. Ziehen? Ja. So, gut. Und jetzt? Jetzt kannst du wieder in... Nee, was?
Weiß ich nicht. Kann ich ins Menü gehen? Ach so, okay. Na gut. Hallo, ich verkaufe nebenbei Fallen. Und um dir ein wenig auf die Sprünge zu helfen, bekommst du eine gratis. Okay. Na dann. Da soll ja ein zweiter Teil kommen. Sie ist zu 100% verlässlich, von Viva Pinata, ein neuer Teil oder wie? Das finde ich ja richtig cool. Das würde mich wirklich freuen. Okay. Von Crusader, danke fürs Abonnieren. Yeah, nice. Und das Glas wird noch leerer gesprengt. Aber es ist immer wieder schön, wie die Physik da in dem Glas rumwuschelt. Fallen. Ah ja, genau. Jetzt haben wir eine Falle aufgestellt. Und jetzt? Ich glaube, du musst jetzt entweder einfach warten, bis der reinlatscht, oder du kannst ihn theoretisch mit irgendwas locken. Aber ich weiß nicht genau, ob das Tutorial das schon vorsieht. Es reicht nicht, eine Falle aufzustellen und zu hoffen, dass etwas hineintappt. Lege einen Köder in die Falle, um das Pinata... Ah, voll Crusader! Dankeschön fürs wieder auffüllen. Mögen verschiedene Dinge. Okay. Und Abraxe, dir auch nochmal Dankeschön. Cool. Na guckt, jetzt wird's doch wieder ziemlich voll. Süßkartoffel. Wir haben so viel Süßkartoffeln. Wir müssen was mit Süßkartoffeln machen demnächst. Wir haben heute schon so viel geklempnert. Wir sind jetzt Wasserrohrbauprofis. Ja, wir sind Profis. Wasserinstallateurprofis. Besser sogar als meine Eltern. Aha. Und das sind noch echte Boomer. Ja. Genau. So, und jetzt klappt sie zu und er wird. Ah, naja. Okay. Cool. Gut gemacht. Kehre nun in den Hauptgarten zurück und geh zum Postamt, um deine Falle auszupacken. Zum Postamt, na dann. Ach, ein zweiter Teil von Beetlejuice. Ach mal, so. Eine Schlange. Eine Schlange, mein dagegen, Gott. Dagegen habe ich auch nichts. Aber neuer Viva Pinata Teil, das finde ich richtig cool. Rare macht ja gerade ein ganz untypisches Rare-Spiel aktuell. So ein... That's creepy. Ein weirder Charakter, oder? So ein sehr narratives Spiel irgendwie über die Schönheit der Natur. Der großartige Postdienst von Pinata Island steht dir zu Diensten mit allem, was du brauchst. Du weißt schon, Sachen weiterschicken und Prachtexemplare anderer Xbox Live-Gärtner entgegennehmen und so. Ja, kann man sich Sachen na hin und her schicken. Dann Postamt. Na, musst du übers Menü. Ach, Menü. Okay. Die hatten einen Briefkasten als Kopf, ja? That's so creepy. Hallo Schätzchen. Willkommen im Postamt. Ich habe schon gehört, dass es in der Stadt ein neues Gesicht gibt. Wir können dir Kisten verkaufen und für dich Kisten, Nachrichten, Einladungen verschicken. Melde dich einfach, wenn du dich entschieden hast. Das ganze Design ist einfach nur weird von dieser Figur. Alles. Das ist die, die wir aus der Wüste haben. Du musst eine schöne Stelle im Garten suchen, um es zu platzieren. Funktioniert der Xbox Elite Controller? Ja, der, soweit ich weiß, funktioniert der Elite Controller noch für die Series S. Dann machen wir das. Nee, schau lieber nochmal nach, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Elite Controller funktioniert. Xbox, also Microsoft versucht gerade die Xbox so ein bisschen quasi generationsübergreifend kompatibel zu machen. Und jetzt? Ach so, ich hab das jetzt hier, okay. Und platzieren. Auspacken, bestätigen musst du noch. Oh Gott, das ist ja... Du hast einen neuen Sweetle-Besucher. Meinen Glückwunsch, dass du dieses kleine Pinata fangen konntest. Bewege den Cursor darüber und drücke die Y-Taste. Dann erfährst du, wie du es zum Bleiben bewegst. Na dann. Pyramid Head wäre von ihr auch verstört. Das stimmt wahrscheinlich. Du hast ein Quadrat-Pinometer Sand. Ah ja, wir brauchen Sand. Ich glaube, Sand kann man mit der Schaufel machen, aber... Sand. Wie ich... What? Ein Würmli ist sesshaft geworden. Ah! Ich glaube, du musst mal... Ah, cool, jetzt sind wir hochgelevelt. Alle Blütenblätter um die Uhr herum sind ausgefüllt. Das bedeutet, dass du deinem Ziel, ein wirklich bedeutender Gärtner zu werden, einen Schritt näher gekommen bist. Wenn du ein besserer Gärtner wirst, passieren alle möglichen Dinge. Kostolots Laden hat aufgemacht. Du kannst neue Pflastersteine, Zäune, dekorative Objekte für deinen Garten
sowie einige Samen kaufen. Sidos hat auch neue Samen in seiner Tasche. Oh Gott, es ist echt zu viel. Auf einmal. What the fuck, Spiel. Das erklärt halt jetzt alle seine Mechaniken. Mein Laden ist wieder geöffnet. Aber dann ich rechne chillig. Damit, dich hier bald wiederzusehen und bring genug Geld mit. Niemand schätzt den Geschmack von Schokomünzen mehr als Lotti. Das kannst du mir glauben. Fallout 76 ist jetzt auch im Game Pass, nachdem Bethesda aufgekauft wurde. Da ist Bethesda mit ihrem Fallout 76 nochmal schön an der Free-to-Play-Geschichte vorbeigesegelt. Grounded ist jetzt installiert. Yes! Menü. Ah ja, Grassamen. Okay. Ah, okay, Oberflächenpakete. Da gibt's jetzt auch Sand. Ah, Sand. Okay, dann machen wir... Ein Sparrow Mint. Er freut sich. Mhm. Ich glaube, der ist Würmli. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Sparrow Mint angelockt. Sparrowmints können das Schlängeln eines Worms aus großer Entfernung hören und kommen dann, um nachzuschauen. Ist nicht so cool. Wehe, der frisst den jetzt. So, wo machen wir den Sand? Hier? Ja, wie du magst. Aber du brauchst mindestens ein Pinometer, was auch immer das ist. Ja. Oh ja, er freut sich, guck. Er ist am Tanzen. Ist das schon ein Pinometer? Das weiß ich nicht. Ah, ha, jetzt guck. Ah. Oh. Der Sweetle. Cool. Und jetzt? Was soll ich denn jetzt mit dir machen? Ne, jetzt muss ich auch wieder irgendwas mit ihm machen. Was soll ich denn mit ihm machen? Ich verstehe das alles nicht. Soll ich ihn hier hinbringen? Habe ich was verpasst? Soweit ich mich erinnere, stand beim letzten Stream noch 600 Euro. Also, ich habe nichts abgezogen. Das glaube ich nicht, dass das schon mehr war. Also, ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Ich glaube eigentlich, beim letzten Stream hat es auch auf dem Stand geendet. Sollst du mit dem Cursor auswählen? Ja, und dann? A drücken. Mit dem Cursor sollst du jetzt die Blumen auswählen. Ich glaube, die will der essen oder so. Na? Okay. Ja, jetzt hat er eine Blume gegessen und freut sich. Okay, und den Samen hat er... Hat er liegen lassen. Dann kannst du theoretisch pflanzen. Okay. Ich glaube, man muss seine Blumen sowieso gießen, wenn ich so drüber nachdenke. Du solltest mal den Wasserpegel bei allen Blumen überprüfen. Aber vielleicht stimmt's gar nicht. Ha, scheinbar nicht. Scheinbar stimmt's nicht. Hm. Nur bei denen, die wachsen noch. Dann ist schon okay. Ups. Mein Gott, dieses Spiel macht mich kaputt. Warum? Es ist so viel, Es wuselt alles, das ist irgendwie... Der Wuselsimulator. Und jetzt? Weglegen? Okay, hab mich geirrt, hab gerade nochmal geschaut. Ja, hätte mich auch wirklich sehr gewundert. Auch eine Blume, okay. Was denn? Wurde die Katze gerade ein bisschen weiter geschoben. Ja, ja, die sah so aus, als würde sie gleich runterfallen. Sie guckt sehr missbilligend. Ja. Hallo, willst du die jetzt nicht essen oder wie? Ach, anspruchsvoller Arsch. Aber der Stream scheint jetzt stabil zu sein, ne? Dann ist gut. Ja, aber wie gesagt, wenn da wirklich der... Also, ne, wenn da irgendwie der Stream plötzlich offline wäre, dann könnte es an mir liegen. Aber ja, wenn ihr eine Fehlermeldung kriegt und da quasi schwarzes Bild ist und da steht irgendwie... Dann bin das wahrscheinlich nicht ich. Dann ist bestimmt Twitch schuld. Böses okay. Twitch immer. Okay, Sweetle. Bereit für die Party. Hä? Doch, passt schon. Okay.
Hier werden quasi die Pinata hergestellt. Der wird jetzt irgendwo aufgehängt und dann verprügeln ihn kleine Kinder mit einem Stock. Ah, okay. Aber das mögen die. Und dann kommt er ganz glücklich wieder. Wer weiß, was da mit ihm getrieben wird. Super. Tja. Du hast die zweite Herausforderung beendet, indem du ein wildes Pinata gefangen, in deinem Garten angesiedelt und mit Süßigkeiten vollgestopft hast. Du hast langsam wirklich den Dreh raus. Noch eine Herausforderung, dann kommst du allein zurecht. Noch eine Herausforderung, dann ist das Tutorial endlich beendet.